Ich nehme gut. Nicht an, verzeiht, aber ihr seht nicht besonders gut. Jetzt gehen wir erstmal hier unsere Quest abgeben. Im Gasthaus die beflaggte Meere. Wo ist sie denn? Die gute Sadia. Die uns diesen Auftrag erst gegeben hat. Da ist sie ja. Gibt es Neuigkeiten von den Alikir? Ja, die Alikir werden euch keine Probleme mehr bereiten. Endlich. Ich kann in Frieden leben. Oh ja. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Ich kann euch nicht genug danken. Nehmt diese Belohnung. Als ich fortging, konnte ich etwas von meinem Reichtum aus Hammerfell hinausschmuggeln. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Für den Moment erhalte ich meine Tarnung hier aufrecht. Okay. Ihr seid mir in der beflaggten Meere immer willkommen. Okay. Boah, 500 Gold. Dankeschön. Was gibt es? Kommt drauf an. Seid ihr durstig, hungrig? Beides? Ach, jetzt will die hier mit uns handeln. Essen. Haben wir irgendwas, was wir hier verkaufen können? Hier, das da. Das ist ja was wert. Und das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Alles, was ein bisschen schwerer ist, hier der Nordmet. Und der Rest. Kommt gut. Drauf an. Tschüss. Ach, da. Schöne Barde. Der gute Barde da unten. Singt schon wieder Ragnar, der Rote. Na, sinn mir. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Okay. Was bist du? Ist doch eine Frau, oder? Utgeert, die Unbeugsame. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Aha, 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 aha. Ihr müsst das Kämpfen wirklich lieben. Die Hitze des Gefechts ist das Feuer, das die stärksten Klingen schmiedet. Ein altes Nordsprichwort. Ja. Außerdem lässt eine wahre Nord nie eine Möglichkeit aus, sich zu beweisen. Mhm. Ihr glaubt also tatsächlich, dass ihr es mit mir aufnehmen könnt? Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. 100 Goldstücke, okay. Abgemacht. Prügelei anfangen. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen. Keine Magie. Und kein Geheule. Los geht's. Hat sie... Die nächste Pam! 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 Dieses Lied hier ist besonders... Pam! Pam! So, ich bin mal gespannt, ob wir die hier... platt machen können. Ich brauche Ausdauer. Pam! Schöne Blutspritze an der Wand. Da freut sich die Sadia. Das darf sie später alles aufwischen. Ja, komm doch. Bam! Bam! Ich bin ja eigentlich nicht für Frauenschlagen, aber bam! Komm doch. Komm doch! Bam! Bam! Die hat einen ganz schönen Schlag drauf, muss ich sagen. Na kommt, komm doch! Bam! 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 Gadusch! Gadusch! Na, das nenne ich mal einen Schlag. Habt ihr mich aber erwischt. Da hattest du keine Chance, meine Gute. Ich denke, ich habe mir die 100 Goldstücke verdient. Ihr habt die Wahrheit. Haha. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Das war doch mal ein guter Kampf, würde ich sagen. Jetzt können wir auch unsere Axt wieder anlegen. Und damit haben wir den ersten Faustkampf gewonnen, der sich uns hier anbietet. Ich bin mal gespannt, ob wir noch mehr Möglichkeiten dazu haben werden. Aber den haben wir jetzt erstmal geschafft. So, und die Quest haben wir auch geschafft. Das ist wunderbar. Was haben wir denn hier noch alles?
Nein, 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 nein. Ich würde mal sagen, wir töten mal den Banditenanführer. Ich hoffe, dass der nicht zu imbar für uns ist. Und ich hoffe, dass der nicht zu weit weg ist. Ruinen von Betalf. Okay, der ist aber doch relativ weit weg. Ich würde mal sagen, wir lassen das jetzt erstmal. Das machen wir dann, wenn wir da hinten eh unterwegs sind. Dann war das auch weg. Dann würde ich sagen, ja, wird es jetzt Zeit, dass wir uns ein Haus zulegen? Oder? Haus, was sagst du? Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Bereitet euch jemand Probleme? Dieser Bade Mikael, so wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Okay. Bekommt ihr viel Aufmerksamkeit von Männern? Ihr macht euch ja keine Vorstellung. Die Hälfte der Männer von Weißlauf haben um meine Hand angehalten. Darunter sogar Junggesellen. Sie werden es nie verstehen. Weder Unmengen an Blumensträußen noch honigsüße Worte werden mich umstimmen. Im Augenblick zählt für mich nur meine Tochter Mila. Mhm. Kein Mann wird sich zwischen mich und mein kleines Mädchen stellen. Dieser Bart, ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angeht. Was wäre, wenn ich mit Mikael rede? Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Vielleicht wird meine Faust in seinen Dickschädel dringen. Probieren wir es doch einfach mal aus. Er ist ja auch hier direkt hier drin. Das ist ja der Gute, der jetzt schon die ganze Zeit hier schön gesungen hat. Hallöchen! Ich glaube, Mikael. Ich habe hier irgendwo noch einen Sonnen. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Mikael sie erst entdeckt, dann seht ihr sie nicht wieder. Ihr müsst Carlotta Valentina in Ruhe lassen, mein Freund. Dazu hat euch Carlotta angestiftet, nicht wahr? Es tut mir leid, aber diese feurige Witwe ist mein. Sie weiß es nur noch nicht. Sie gehört euch nicht. Lasst diesen Unfug. Was habt ihr da gerade gesagt? An mein Ohr drang nur das Geräusch der Eifersucht. Ach was. Lasst sie in Frieden. Sonst... Hey, hallo. Ich wollte euch nicht verärgern. Bei meiner Ehre. Carlotta muss sich wegen mir keine Sorgen mehr machen. Das ist gut. Ein guter Rat zum Abschied. Frauen lieben Sonette. Bum, 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 bum. Hallo, Sinnir. Ach, der spricht ja nicht mit uns. Wie sieht's mit dir aus, Hulda? Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz? Ja, ich hack dir. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst ich hack dir gerne Feuerholz. Diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an ihr Zack. Feuer zu So. Gut, dann berichten wir das ihr doch gleich mal, dass wir ihn so dermaßen eingeschüchtert haben. Mikael wird euch nicht mehr belästigen. Wirklich? Ihr habt diesen Lautenspieler davon überzeugt, mir nicht mehr nachzuspielen? Ja. Ich würde ja den Göttern danken, aber werde mich damit begnügen, euch zu danken. Hier habt ihr ein paar Münzen für eure Hilfe. Dankeschön. Wow, 250 Gold. Gar nicht schlecht. Wie sieht's mit dir aus? Seid gegrüßt, Reisender. Was führt euch nach Weißlauf? Deine Mutter. Ich bin nur auf der Durchreise. Schade. Leider höre ich das allzu oft. Doch dafür müsst ihr euch nicht schämen. Wenn einer dieser Drachen Weißlauf einen Besuch abstattet, brennt hier alles wie Zunder. Tja. Das kommt halt davon, wenn man hier die ganzen Häuser aus Holz baut, ne? Ihr lebt hier? In der Tat. Schon mein ganzes Leben lang. Wir Kampfgeborene waren von Anfang an hier. Zusammen mit den Graumähnen. Unsere Familien waren über Generationen hinweg eng verknüpft.
Doch Ulfric Sturmmantels Aufstand trieb einen Keil zwischen uns. Jetzt können wir einander kaum noch ansehen, ohne in Streit zu geraten. Einfach lächerlich. Es heißt, die Drachen seien nach Himmelsrand zurückgekehrt. Und das? Ja, das ist ein echtes Problem. Ja, würde ich auch mal sagen. Gibt es irgendwo Arbeit für mich? Ich weiß nicht, ob sie Mitglieder suchen, aber ihr solltet mal mit den Gefährten reden. Die sind drüben in ihrer Halle. Ach, nee. Wenn ihr mit Arbeit meint, eure Waffe in blutigen Schlachten zu erproben. Da habe ich eigentlich nicht große Lust zu. Wache? Ihr passt doch auf euch auf, oder? Ja, klar, guck mal. Bam! Hallo? 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 Ich. Im Namen des Jahr, keine Bewegung. Ihr habt mich gefangen, ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Kluger Mann, jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr... Was? Sehen, sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Verarschen. Hey. Ach Mensch, das wollte ich doch gar nicht. Oh Mann. Na, egal. Super, jetzt haben wir von den 250 Goldstücken, die wir eben gekriegt haben, gleich mal wieder 40 verballert. Weil wir irgendwelchen Unsinn gemacht haben. Aber was soll's. So, was können wir denn noch machen? Da fällt mir gerade was ein. Die Frau hier unten. Hä? Ich muss euch bitten, damit aufzuhören, dieses Geschrei. Ja, komm. Ich war dafür im Knast eben. Mensch. Hallo. Fralia. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, er sei umgekommen, aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Diese Kampfgeborenen. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Woher wisst ihr, dass sie lügen? Es ist unklug, hier darüber zu reden. Bitte, wenn ihr wirklich helfen wollt, kommt zu mir nach Hause. Dort erzähle ich euch die ganze Geschichte. Gibt's auch Kekse? Also wenn's Kekse gibt, komme ich gern mit. Da lasse ich auch gern mit mir reden. Aber, oh Mann, ich will doch Kekse. Irgendwie konnte ich doch. Ach ja, hier läuft man normal. Da 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 dam da dam dam dam. Da dum dum dum. Da dum dum dum. Warum haben wir eigentlich noch so einen schweren Helm auf? Obwohl wir uns entschieden haben, ausschließlich leichte Rüstung zu tragen. Sagt es mir! Sag's mir! Objekte, Bekleidung. Hier, kaiserliche... Boah, ausziehen. Oh Gott, ich brauche wieder einen Helm. Hallo? Überlegt ihr euch hier niederzulassen? Da steht ein Haus zum Verkauf. Das Briesenheim. Ich weiß.